Hallo Menschen, ich möchte heute das dritte Land rezensieren. Ich bin mir leider nicht ganz sicher, wie man die Autorin ausspricht. Karina Sainsborgo. Ich hoffe, das war halbwegs korrekt. Und ich weiß leider auch nicht zu 100%, ob man sagen kann, dass dieses Buch eine direkte Allegorie auf Venezuela sein soll. Aber die Autorin kommt immerhin von dort und schrieb in einem anderen Buch auch schon mal recht kritisch, so, also das heißt über das Land, eher so über die aktuellen Zustände, die Regierung und was das dann auch mit den Menschen macht. Insofern kann es schon sein, dass man da auf jeden Fall Vergleiche zu Venezuela ziehen kann. Aber ja, ich bin leider nicht diejenige, die das beurteilen kann. Nur mal so als Hinweis für euch, wo das Ganze eventuell spielt. Die Namen im Buch sind nicht wirklich aus Venezuela, aber ja, die Ähnlichkeiten sind vermutlich schon relativ groß. Was extrem gut rüberkommt, ist eine tolle, trostlose Stimmung, obwohl die Autorin gar nicht so viel explizit beschreibt. Also am Anfang ist zum Beispiel die Rede von einer Pest, man hört nur so grobe Sachen und sehr viele Menschen machen sich auf die Flucht, vor allem aus den östlichen Bergen, so nach Westen. Manche bleiben in Großstädten hängen, manche machen sich aber auch noch weiter auf die Reise ins Nachbarland. Und es ist wirklich sehr, sehr atmosphärisch beschrieben. Gleichzeitig ist aber auch wirklich ein ganz trockener Ton, vor allem bei schlimmen Ereignissen. Es wird ohne Pathos beschrieben, da möchte ich euch mal ein Zitat geben. Ich kann durchhalten. Ich bin fürs Unglück gewappnet. Ich spreche seine Sprache. Vor Higinios und Sallustios Geburt hatte ich nicht daran gedacht, die Stadt zu verlassen. Doch dann wurde alles schwierig. Die Jungen kamen nach 7 Monaten mit kranken Herzen zur Welt. Zusammen brachten sie keine 2 Kilo auf die Krankenhauswaage. Ihre kleinen faltigen Händchen regten sich kaum. Ihre Fingernägel waren lila und ihre Lider zugepresst. Das Leben hatte sie sich auf ihrem Weg zum Tod vorübergehend ausgeliehen. Das finde ich schon echt eine irgendwo sehr, sehr treffende Beschreibung. Das ist ja jetzt nicht unbedingt blumig, ganz im Gegenteil, aber irgendwie ja, rührt es einen trotzdem an. Und in Abständen wirft sie dann auch nochmal einen, finde ich, recht schönen Vergleich irgendwo mit rein. Da gibt es zum Beispiel den ganz kurzen Satz hier. Es war noch Tag, aber der Mond stand schon rund wie ein Schussloch am Himmel. Ja, und wie gerade schon angedeutet, also drumherum um unsere Ich-Erzählerin haben wir aber relativ viel Korruption der Regierung. Es geht um Willkür, Armut, aber dann eben auch Gewalt von Seiten der Guerilla. Also man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwie eine Seite hier Helden wären. Ganz im Gegenteil, irgendwie lädt jeder Schuld auf sich und man versucht sich irgendwie so ein bisschen durchzumuscheln. Wir folgen anfangs eben Angustias, ich hoffe, man betont sie auch so, und ihrem Mann, die eben mit diesen Zwillingsbabys auf dem Weg gen Westen unterwegs ist. Und ja, wie gesagt, schon auch zum Klappentext und aus dem ganz kurzen Zitat erfahren wir, was auch am Anfang des Buches gleich geschieht, dass diese Kinder die Reise eben nicht überleben. Und die Mutter sucht nun nach einem Ort für die Beerdigung. Also keiner fühlt sich irgendwie wirklich verantwortlich, weil die ja auch ja, dort nicht ansässig sind. Sie sind, wie gesagt, gerade auf der Flucht. Zeit hat dafür eh keiner und es sterben sowieso so viele. Also was wollen wir hier mit diesen kleinen Babyleichen? Musst du dich selber irgendwie kümmern. Und dann hört Angustias von Visitation, ich hoffe auch das war richtig ausgesprochen, die an der Grenze im sogenannten dritten Land zwischen diesen beiden Ländern eben einen Friedhof unterhält und dort ohne Genehmigung Menschen beerdigt. Und es gibt aber Leute, die das nicht so toll finden und die ihr immer wieder Probleme machen und dann tatsächlich irgendwann auch ihr Leben bedrohen. Und Angustias entschließt sich, dort zu bleiben und ihr zu helfen und quasi so ein bisschen mit ihr gemeinsam zu kämpfen, sage ich jetzt mal. Gerade am Anfang mochte ich dieses Buch sehr. Also auch die 2 Zitate, die ich gerade brachte, die sind zum Beispiel vom Beginn des Buches. Es häuften sich dann aber so ein paar komische Aspekte, also die ich eben teilweise kritisch fand oder wo ich manchmal auch nicht so richtig wusste, was ich damit anfangen sollte. Zum Beispiel Visitation ist eine schwarze Frau und die wird ja zwar nicht als perfekt dargestellt, aber hat irgendwie so ein bisschen diese Sonderstellung. Zum Beispiel fliegen immer Wespen um die herum. Wird auch nicht erklärt, warum. Das wirkt, als ob da irgendwie noch so eine Besonderheit auf sie draufkommen soll. Und ich habe immer das Gefühl, die war irgendwie nur dazu da, um unsere Protagonistin auf den richtigen Weg zu bringen. Haut die auch immer mal so Weisheiten am Rande raus, ohne dass wir sie jetzt selber wirklich näher kennenlernen würden. Und ich meine, teilweise bricht es zwar auch vielleicht so ein bisschen mit dem Klischee, weil Visitation wirklich sehr rau und direkt ist und auch wirklich vulgär sein kann. Aber man hatte schon das Gefühl, dass, ja, dass irgendwie so diese seltsame, weise Figur ist, die unsere Protagonistin oder nur für unsere Protagonistin da ist, ohne dass die selber jetzt so wirklich ihre eigene
Geschichte bekommt. Dann auch noch so ein paar Kleinigkeiten nur. Also zum Beispiel Visitation nennt den Mann unserer Ich-Erzählerin immer Stummerchen, weil er bei der ersten Begegnung nicht viel sagte. Und ich finde immer, also selbst wenn man jemandem einen Spitznamen gibt, dann sagt man den doch nicht bei jedem Satz. Und das macht sie aber. Also wirklich immer, nimm mal die Schaufel, Stummerchen. Was stehst du denn da so rum, Stummerchen? Also immer wieder. Und das führt mich fließend vielleicht zum nächsten Punkt. Ich fand, dass die Dialoge insgesamt ein bisschen unrealistisch wirkten. Also zumindest sind sie sehr, sehr barsch und die Leute reden, finde ich, gar nicht wirklich miteinander. Also wirklich, wenn mir jemand solche Antworten gäbe, würde ich schon irgendwo fragen, was führen wir denn hier gerade für ein Gespräch? Das wirkte immer so ein bisschen steif, also jetzt nicht wie Roboter, aber so ein bisschen wie auf einer Bühne. Also jemand hat jetzt diese Rolle und muss dann eben das und das sagen, hatte ich manchmal ein bisschen das Gefühl. Ne, derjenige ist jetzt so der Mafia-Boss oder halt zumindest so ein Gangster-Boss, der muss halt die und die Attitüde an den Tag legen. Zumindest wirkte es auf mich so, vielleicht, ja, keine Ahnung, sind Menschen dann halt auch manchmal so, aber ja, es wirkte sehr rollenbasiert irgendwie. Und da muss man auch sagen, dass alle so außerhalb unserer kleinen Gruppe, also wirklich, also ziemlich, also furchtbar sind. Und auch da frage ich mich vielleicht schon fast klischeehaft, furchtbar, die bleiben einem halt auch alle recht fern, weil man sie nicht tiefer kennenlernt und wirken dadurch manchmal dann schon so wie Abziehfiguren, die jetzt etwas Böses machen müssen, weil sie ja die Bösen in der Geschichte sind. Sowieso hatte ich bei der Darstellung von Gewalt dann, also anfangs ging ich da irgendwo noch mit, um so ein bisschen die gesellschaftliche Lage zu verdeutlichen, dass eben alle irgendwie so ein bisschen verrohen und um auch erstmal zu zeigen, dass es eben für Angustias keine Hoffnung mehr an dem Ort gibt, an dem die Geschichte eigentlich beginnt, also warum sie sich überhaupt auf die Reise macht. Aber später gab es dann auch so, finde ich, vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen, eine Szene, in der Kinder zum Beispiel einen Leguan zu Tode quälen. Und zwar wirklich, also Jesus fuck, ganz schön derbe. Und das waren auch Leute, die wir vorher und nachher nie wieder treffen. Also keine ProtagonistInnen oder so. Und deswegen wirkte es auf mich eben so ein bisschen hineingeworfen, à la, oh Gott, ich muss ja noch irgendwas Schlimmes geschehen lassen, um zu zeigen, wie schlimm hier eben alles ist. Und dann gibt es genauso einen Typ, der eben für diesen, sag ich mal, Gangsterboss arbeitet und zum Beispiel seine Hunde auf Leute hetzt. Und das ist ja, das ist noch nicht schlimm genug. Nein, er muss dann auch noch einen Esel vergewaltigen und mit einer Machete auf ihn losgehen. Also das, wie gesagt, ich glaube, es soll einfach zeigen, wie abgestumpft eben die Menschen sind. Aber es wirkte dann doch irgendwann so ein bisschen wie ein Schockfaktor um des Schockfaktor-Willens. Ja, und so war ich dann halt am Ende nicht zu 100% zufrieden. Ich habe es schon gern gelesen und ich würde die Autorin auf jeden Fall im Auge behalten. Sie hat, wie gesagt, schon, also mindestens ein anderes Buch auf Deutsch, weiß nicht, ob schon mehr übersetzt wurde. Aber es ist auch kein neuer Liebling geworden, was, wie gesagt, hauptsächlich so ein bisschen an den Nebenfiguren auch liegt, die mir eben klischeehaft vorkamen. Aber ich muss nochmal mit der Einschränkung, ich weiß es ja nicht. Also falls es jetzt wirklich so um Venezuela gehen soll, vielleicht gibt es wirklich ganz viele, also hat sich viele solche Menschen getroffen, die eben wirklich dann so sehr typisch irgendwo handeln. Ich hätte mir vielleicht noch ein bisschen mehr, also was heißt Erklärungen gewünscht, aber dass wir mehrere Personen noch etwas besser nachvollziehen können. Und mit unserer Ich-Erzählerin, finde ich, funktioniert das ganz gut, aber alle anderen drumherum, ja, weiß ich nicht so richtig, blieben eben etwas flach. Genau, das habe ich ja jetzt eigentlich auch schon gesagt. Ich fange an, mich zu wiederholen. Ihr könnt mir sehr gerne da lassen, ob ihr eventuell das andere Buch der Autorin gelesen habt oder natürlich dieses hier. Wir können uns gerne in den Kommentaren noch etwas austauschen. Und ansonsten danke ich euch jetzt erstmal fürs Zuschauen und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal.